Hallo, hier ist wieder René. Ich werde euch in diesem kurzen Tutorial zeigen, wie ihr mit Guppy und OBS einen Newsroom-Channel erstellen könnt, um ihn dann später an YouTube oder eine andere Plattform zu streamen. Als erstes müsst ihr OBS installieren. Das könnt ihr ganz einfach im Internet runterladen. Die Links sind unten in der Videobeschreibung dazu. Ich mache das jetzt auf dem Mac. Auf dem Windows-PC müsste das ganz genauso laufen. Also OBS gibt es auch für Windows und Guppy ja so und so, weil es ja ein Online-Tool ist. Ich habe jetzt OBS hier gestartet. Als erstes fragt er mich, ob ich automatisch updaten will. Das will ich jetzt gerade mal nicht. Und er fragt zum Anfang, wenn ihr das erste Mal startet, nach dem Auto-Konfigurationsassistent. Den gehen wir jetzt mal ganz schnell durch. Natürlich für Stream. Wir wollen jetzt YouTube streamen. Als Framerate empfehle ich euch 30 Frames pro Sekunde und Full HD, also 1920 x 1080. Weiter Plattform möchte ich gerne zu YouTube senden. Einen Streamschlüssel habe ich noch nicht, den kriege ich erst später. Muss ich da was eintragen? Ja, ich trage jetzt mal irgendwas ein. Einstellung anwenden. Das erste, was ich mache, ist die Szene löschen, die hier schon angelegt ist. Die brauchen wir nicht. Eine muss da sein, okay. Dann nenne ich eine Fullscreen und eine Newsroom. Bitte genau auf die Bezeichnung achten, also die gleichen Groß-Kleinschreibung nehmen, also wirklich ganz genauso schreiben. Dann habt ihr nachher kleine Vorteile, wenn ihr das benutzt. So, in den beiden Screens müsst ihr jeweils eine Kameraquelle hinzufügen. Das mache ich mal jetzt. Ich nehme jetzt hier einfach mein Videoaufnahmegerät. Nenne das Mac Cam und wähle das richtige Gerät aus. Ja, ich möchte dich erlauben und dann bin ich auch zu sehen. So, Videoeinstellung auf High. Mehr kann die leider nicht, die macht bloß 27, dann muss ich natürlich bei Fullscreen ziehe ich die einfach voll hoch. Dann gehe ich auf Newsroom, füge hier wieder diese Kameraquelle ein. Ein Videoaufnahmegerät, nehme hier ein existierendes Gerät, füge dies wieder hinein und lasse diesen Bildschirm erstmal hier so hängen. Der muss etwas kleiner sein nachher. Und dann habe ich sozusagen meine zwei Szenen, die ich eigentlich bloß brauche, für die ich hier hin und her schalten kann. Wenn ihr die interne Kamera von eurem Laptop oder was auch immer für ein Gerät ihr habt, nicht benutzen wollt, könnt ihr euch eine Webcam einfach aufstellen per USB ran. Die kann OBS sofort erkennen. Ansonsten kann ich euch dieses so ein HDMI-Grabber empfehlen. Der hat USB-C, die gibt es auch für einen USB 3.0. Hier kommt einfach ein HDMI-Signal rein. Und das kommt dann in irgendein Fotoapparat oder irgendwas, irgendeine Digitalkamera, was ihr habt. Die haben meistens einen HDMI-Output. Und dann könnt ihr euch auch mit einem etwas größeren Fotoapparat oder so aufnehmen. Der einfachste Weg ist natürlich, die Kamera in dem Laptop zu benutzen. Wenn ihr die beiden Szenen so eingestellt habt, dann seid ihr erstmal fertig. Passt bitte auf den Ton auf. OBS hat hier auf der Seite die Toneinstellung. Im Moment läuft der Ton über mein Mikrofon. Das ist auch nachher der Ton, der rausgeht in den Stream. Als nächstes würde ich euch empfehlen, noch ein Plugin zu installieren für OBS. Das ist das WebSocket Plugin. Der Link ist wieder unten in der Beschreibung. Einfach installieren, fertig.